Hallo und herzlich willkommen zu Let's Code Octos mit Folge, was weiß ich, 147. Und wir haben in der letzten Folge radikale Veränderungen in der Kollisions gemacht, in der Kollisionsprüfung gemacht. Wir haben nämlich angefangen, alles hübsch in Vektorberechnungen umzubasteln. Das heißt, wir haben einfach diese ganzen Fallunterscheidungssachen rausgenommen, in der Hoffnung, dass wir jetzt halbwegs klarkommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber es kompiliert immerhin. Ja, fangen wir mal an und gucken, ob das Ganze grundsätzlich im Code funktionieren würde. Dazu müssen wir ein paar Kleinigkeiten machen, nämlich diese Prüfung hier, die können wir nur machen. Also eigentlich müssen wir gar nicht viel tun. Bisher war unsere Intersect-Methode die erste, die wir übernommen haben mit der Bounding Box. Die verändert sich jetzt eigentlich nur dahingehend, dass wir als Parameter als ersten einen Vektor 3 als Position haben. Und das ist, wie aus der Zeichnung herausgeht, die Richtung oder die Ecke, aus der die Bewegung kommt. Oder die zuerst einschlägt, wenn man so will. Also wenn wir von links oben nach rechts unten uns bewegen, dann ist es die rechte untere Ecke. In dem Fall ist es die linke untere Ecke. Also je nachdem, welche Achse gerade in Bewegung ist. Und das packen wir hier mal kurz rein. Das ist im Prinzip eine Fallunterscheidung, die wir machen an dieser Stelle hier. Wir brauchen nämlich die Player-Bounding-Box eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Ja, es knallt nur noch hier. Das ist gut, weil dann sparen wir uns die nämlich. Was wir nämlich jetzt nur noch brauchen, ist die Player-Position, nenne ich es mal. Player. Ich nenne es Player-Corner. So hat man es dann auch in der Kollision drinnen gemacht. So, die Unterscheidung, die läuft ähnlich wie die Prüfung, die wir ja in der letzten Folge schon in dem Block gemacht haben. Nämlich die Frage, ob Move, das haben wir ja hier auch, Move X größer 0 ist. Wenn das der Fall ist, dann, also nur mal zur Korrektur nochmal hier reingucken. Das ist die Playerbox und wenn wir uns nach rechts bewegen, dann ist die rechte untere Ecke oder überhaupt die rechte Kante relevant. Und die rechte Kante ergibt sich, oh mein Gott, das war natürlich jetzt Masterpiece. Der Player-Radius ist natürlich nicht unrelevant. Okay, das wird hier eine sehr, sehr lange Zeile, aber im Prinzip können wir den Code von hier oben nehmen. Das ist nämlich die rechte untere Ecke. Das bedeutet die Player-Position plus den Player-Radius. Ah, wir können was ganz Smartes machen. Achso, dann bewegen wir schon. Da ist Move schon mit drin. Das ist vielleicht eine dämliche Sache. Weil wollen wir das denn eigentlich? Das wollen wir eigentlich nicht, ne? Unsere Berechnung geht jetzt davon aus, dass wir Move noch nicht drauf gerechnet haben. Hier drinnen. Das ist ja die Ursprungsposition und das ist der Bewegungsvektor. Also wir haben es jetzt nicht drinnen. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Uns interessiert nämlich dann Move nicht. Wir brauchen die Player Position. Plus Player Radius. Oder minus Player Radius. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist unser X-Anteil. Y sieht ähnlich aus, nur dass wir... Ah, jetzt haben wir Move hier wieder drin. Ne, passt ja schon, ist ja richtig. Y. Y. Und auf der Z-Ebene nehmen wir wieder die Player Position und hier ist Z natürlich relevant. Und wenn wir da uns in positive Richtung bewegen, jetzt müssen wir aufpassen, positiv heißt nach oben, dann ist die Höhe relevant. Ist das richtig? Ja. Und ansonsten 0. Dann rechnen wir da nichts drauf. Ja, das ist die Player Corner. Und dementsprechend für diese Rechnung hier Player Corner und die benutzen die andere Überladung. Peng. Funktioniert nicht. Was ist dein Problem? Ja, das ist ja auch richtig so. Ach so, das liegt daran, dass wir hier noch keine entsprechende Korrektur drin haben. Ich mache das jetzt einfach mal so. Das muss nachher so funktionieren. Ich hoffe nur, dass ich keinen Denkfehler gemacht habe und wir alles wieder zurückrollen müssen. Aber die Position ist potenziell schon möglich. Position. Position, damit haben wir das auch korrigiert und jetzt müsste das auch kompilieren. Hurra! Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Okay, das ist immerhin derselbe Fehler wie eben. Das ist natürlich blöd, aber
jetzt können wir mal anfangen, die Tests zu benutzen. Das würde ich jetzt einfach mal anfangen. Und einfach unsere Intersect-Methode mal testen. Das haben wir bisher nicht gemacht. Deshalb machen wir das mal in dem Fall. Wir werden nämlich jetzt einfach mal einen Test dafür schreiben. Wir haben im Prinzip schon einen kleinen Ordner hier oben, diesen Testordner. Den habe ich schon mal gemacht, wie gesagt, für Index 2 und Index 3. Das ist im Prinzip ein ganz normales Test-Project. Also das kriegt man, wenn man hier sagt, neues Projekt. Und dann gibt es hier Test und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten zu testen. Will man Dinge testen, die so auf API-Ebene oder auf Objektebene funktionieren, dann benutzt man Unit-Tests. Also Unit-Tests im Sinne von Einheiten, einzelnen Code-Einheiten testen. Und dann bekommt man ein Projekt, das so aussieht wie das hier. Die passenden Referenzen schon drin. Und wenn man da eine neue Klasse anlegt, ich glaube sogar, dass man hier mit Add New Item einen Test anlegen kann. Machen wir das doch mal einfach. Test, das sieht gut aus. Hier können wir jetzt einen Basic Unit Test machen. Den nennen wir einfach mal wie unsere Klasse. Das ist die Block. Ich nenne es Block Intersect. Intersect Tests. So, und dann kriegt man eine Klasse, die so ausschaut. Das ist eine ganz, ganz normale Klasse, die muss auch public sein, damit der Test, das Test, Framework, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieses Teststudio darauf zugreifen kann. Wichtig ist nur, dass das Attribut Test Class oben dran ist. So, und dann gibt es hier drinnen einzelne Methoden, auch die nicht besonders abgefahren. Da ist einfach eine Public Method, Void, parameterlos und Test Method. Das ist alles, was es braucht, um als Test durchzugehen. Und jetzt kann man nämlich, Visual Studio macht das schon ziemlich cool, wenn ich einen Rechtsklick drauf mache, dann steht hier schon Run Tests. Und mit Run Tests kann ich jetzt was machen. Ich kann nämlich diesen Test durchlaufen lassen. Es ist auch schon ein schönes Häkchen dran. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass, ja, so, dass das hier aufgeht. Hier gibt es ein neues Fenster, Test Explorer. Das geht auch automatisch auf, wenn man zum ersten Mal einen Test macht. Hier sind alle Tests aufgelistet, die mein Projekt hat. Und wie man hier sieht, die hier wurden nicht getestet, darum sind sie ausgegraut und Test 1 wurde durchgeführt. Und zwar mit Erfolg. So, wie funktionieren diese Tests jetzt? Grundsätzlich schreibt man für verschiedene Situationen, mit denen man rechnen möchte, einen Test. Also da gibt es jetzt sicher ein paar abgefahrene Philosophien. Ich bin kein Guru, was Test-Driven Entwicklung angeht. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Aber das Grundkonzept ist, man schreibt einen Code oder ein Stück Code, ein Skript, das die Komponenten, die man testen will, eben auf verschiedene Grenzbereiche testet. Also ich kann ja mal kurz reinschauen, was ich da bei Index 2 zum Beispiel gemacht habe. Also zum einen habe ich zum Beispiel geprüft, ob die Konstruktoren funktionieren. Und was ich dann mache, ist im Prinzip eine entsprechende Klasse zu erzeugen, in dem Fall in Index 2, ohne Konstruktor. Und dann gibt es diese Assert Klasse, mit denen ich verschiedene Prüfungen durchführen kann. In dem Fall prüfe ich zum Beispiel, ob bestimmte Werte gleich sind. Und als erstes schreibe ich rein, was ich erwarte. Und als zweites schreibe ich rein, welche Variable ich auf diesen Wert prüfen will. Und ja, im Prinzip läuft so ein Test genauso ab. Ich produziere erst ein Szenario, das ich testen will. Und anschließend prüfe ich mit verschiedenen Prüfmethoden, ob dieser Zustand wirklich erreicht wurde oder nicht. Das ist jetzt mal im Groben. Bei Index 2 war es noch relativ easy. Also ich habe hier verschiedene Konstruktoren getestet, hier parameterlos, hier übergebe ich einfach ein paar wilde Zahlen, von denen ich erwarte, dass es funktionieren muss. Also hier auch mal ein paar Negativwerte, also einfach mal verschiedene Möglichkeiten durchprobieren. Idealerweise halt die Extremfälle, also immer mal wieder Null probieren, Null probieren, auch wichtig. Maximalwerte probieren. Also man sieht hier auch, ich prüfe hier zum Beispiel, ob Min-Value, Int und Max-Value richtig funktionieren. Und prüfe dann, ob die Werte nachher auch wirklich drinstehen, die man da reingeschrieben hat. So, das ist der Konstruktor, das ist so ein Basisding. Wo es dann interessanter wird, ist zum Beispiel unsere Normalize-Methoden. Die habe ich ja auch geprüft. Da mache ich dann einfach ja, verschiedene Prüfungen, ob die Werte, die danach herauskommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was diese Methode macht, deshalb. Es läuft also darauf raus, dass ich in einem Stück Code versuche, ein Szenario darzustellen, von dem ich glaube, dass es zum Problem führen könnte oder wo ich mir sicher sein muss, dass es funktioniert.
um dann anschließend zu prüfen, ob sich die Klasse wirklich so verhält, wie sie soll. Und das ist jetzt sehr, sehr generisch ausgedrückt, ja, aber die Tests sind da auch sehr, sehr flexibel. Also bei Berechnungsmethoden zum Beispiel gibst du vorher einfach ein paar Zahlen rein und guckst, ob hinten das richtige Ergebnis rauskommt. Bei ein paar anderen Sachen kann man natürlich auch, hier habe ich zum Beispiel so gemacht, wenn ich solche Parameter hier reingebe, dann möchte ich, dass es eine Exception gibt zum Beispiel und fange die hier ab und wenn die nicht kommt, dann ist, glaube ich, ist das richtig? Ja, dann ist alles okay. Also wenn hier keine Argument Exception kommt, dann läuft der Code hier weiter. Dann muss, eigentlich müsste hier eine Fehler, also das hier ist eigentlich gar nicht richtig, sehe ich gerade. Ja, das ist Mist. Eigentlich müsste hier jetzt ein, oder überhaupt, ich kann hier einfach eine Exception werfen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die Assert-Methode da was passendes fail. Da ist es. So, das muss failen. Deshalb, also ich laufe hier rein und wenn hier keine, also hier muss, weil die Size beim Normalisieren nicht 0 sein darf, muss hier eine Exception passieren und zwar eine Argument Exception. Wenn die nicht passiert und der Code einfach durchläuft, dann laufe ich hier in den Fail rein. Ansonsten laufe ich hier in den Catch, der einfach nichts tut. Nicht ganz sicher, ob das eine saubere Sache ist, aber so. So, das habe ich wahrscheinlich ein, zweimal drin. Und dann fängt man halt an, auf sehr, sehr verschiedene Dinge zu prüfen. Da habe ich noch ein paar Konstruktoren, Quatsch, ein paar Operatoren geprüft und so weiter und so weiter. Also man kann sich da echt verkünsteln, man kann sehr viele Dinge prüfen, die eigentlich gar nicht, ja, was eigentlich Quatsch ist, das zu prüfen. Aber so kann man halt sicher sein, dass die Klasse in sich mit allen Funktionalitäten funktioniert. Und das Schöne ist halt dann, wenn man mal so einen Test geschrieben hat, dann kann man die Klasse verändern, startet dann einfach nachher die Tests nochmal zu der Klasse und kann sicherstellen, dass die Funktionalitäten, die man irgendwann mal vorher implementiert hat, immer noch funktionieren. Und darum geht es eigentlich, dass man Veränderungen an der Klasse einführen kann und sicherstellen kann, dass das, was vorher schon mal implementiert war, nicht wieder kaputt wurde. Also es gibt, passiert ja oft, dass man Code implementiert, der irgendeine andere Funktionalität kaputt macht, ohne dass man es mitkriegt. Mit Tests sollte das dann nachher nicht mehr funktionieren. Also in dem Moment, wo ich ein Feature implementiere, schreibe ich die passenden Tests dazu, die prüfen, ob dieses Feature auch wirklich gut funktioniert. Sollte dann irgendein anderer Programmierer später hingehen und mein Feature kaputt machen, dann würden meine Tests das aufdecken. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. So, und dasselbe machen wir jetzt mit unserem Block Intersect Host. Jetzt gibt es ein paar Sachen, die wir testen könnten. Zum Beispiel, weiß ich noch nicht genau, die verschiedenen Situationen, die hier passieren können. Also ich würde zum Beispiel gerne, was gibt es denn für Grenzfälle? Also es gibt zum einen diese vier, beziehungsweise im 3D-Raum gibt es ja noch ein paar mehr Fälle, die passieren können. Und nicht nur die, die ich jetzt aufgezeichnet habe, sondern es gibt natürlich auch die Null Werte, also dass eine Bewegung halt nur in einer Achse passiert. Sowas sollten wir auf jeden Fall prüfen. Also gerade bei so einer Division sollte man hellhörig werden, was Nullwerte angeht. Da darf natürlich keine Exception passieren, wenn wir plötzlich durch Null dividieren. Und das kann hier passieren. Ich weiß nämlich nicht genau, ob das wirklich abgefangen wird. Also sowas sollte man testen. Das heißt, nicht nur die vier Fälle, sondern halt auch den Fall, dass man direkt oben drüber ist oder direkt rechts oder links nebendran. Dass also dieser Bewegungsvektor plötzlich gerade ist und einer der Parameter halt 0 ist. Das sollte geprüft werden. Das sind natürlich bei 2D sind das jetzt hier diese Fälle. Also 8 Stück und im 3D-Raum sind es dann entsprechend nochmal mal 3. Die muss man, also man kann sie alle abbilden, man kann jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass wenn man den hier implementiert, dass der hier auch funktioniert, aber gerade im Falle von positiv-negativ sollte man vorsichtig sein. Also ich würde mir zum Beispiel diese beiden hier wahrscheinlich sparen. Weil wenn es auf X-Richtung funktioniert, wird es auf Y-Richtung auch funktionieren. Aber die vier Sonderfälle aus vier verschiedenen Richtungen sollten wir auf jeden Fall alle testen. Oder eigentlich könnte man uns fast sogar diesen hier auch sparen, weil wir ja hier mit der rechts unten und hier links oben Bewegung ja auch beide Fälle abfedern. So, das ist also der Masterplan, dass ich also prüfe. Oder was man noch prüfen kann, ist natürlich, wenn die Box hier schon im Block drin ist, ob die Methode richtig reagiert. Wenn sie gar nicht, wenn sie sich gar nicht bewegt zum Beispiel. Also all diese Grenzfälle, die sollte man alle mal prüfen. So würde ich dann mal sagen, P1, P2 identisch. So, zum Beispiel. Also da werde ich dann offscreen, glaube ich, noch ein paar machen.
Aber das ist jetzt so der Masterplan. Ich habe also einen Block. Ich habe ja gar keinen Block, fällt mir gerade ein. Das könnte jetzt ein bisschen spannend werden. Ich glaube, ich habe hier drinnen nur eine Referenz auf die, ja, auf die Basisdinger und da ist leider jetzt nichts drin. Wir können jetzt entweder die Referenz auf einen, auf eine Extension machen, also auf unsere Basics zum Beispiel, oder was ja auch sehr, sehr beliebt ist, gerade bei Tests, dass man eigene Testklassen implementiert. Also, dass ich hier sowas mache. Eine eigene Class und nenne das Ding Testblock. Ja, und implementiere jetzt hier einen eigenen Testblock, der nichts anderes tut, als unser Block, als unser Testszenario abzubilden. Das ist also in dem Fall ja auch kein Problem, weil wir können ja einfach hier von Block erben, müssen ja nicht viel tun und sollten eigentlich schon damit glücklich sein. Das müsste sogar schon funktionieren. Das heißt, hier machen wir einen Testblock rein. Block. So, den müssen wir passend initialisieren. Der kennt zum Beispiel noch nicht seine Position. Das ist ein bisschen doof, weil die können wir nämlich hier von draußen nicht setzen, wenn ich mich recht erinnere. Ah, doch, können wir. Natürlich nicht so. Ja, idealerweise nehme ich nicht 0, 0, 0, sondern ich nehme irgendwas, was irgendwo im Raum steht. Irgendwas, was Variationen drin hat, damit ich nicht 10, 10, 10 habe und nachher beim Copy-Paste-Fehler genau dieses Problem habe, dass das natürlich dann Quatsch ist. Ne, nehmen wir mal größere Abstände, dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum, was die Vektoren angeht. So, und jetzt fangen wir an. Jetzt können wir mal auf dem hier intersecten und gucken, was passiert. Die Bounding Box wollen wir eigentlich gar nicht haben. Fällt mir gerade ein, die können wir gleich nochmal rausnehmen. Die würde ich kurz ausblenden. Also das, was wir hier vorher hatten. So, das ist mal kurz. Funktioniert das? Ja. Dann haben wir das nämlich gar nicht mehr. Dann können wir jetzt hier Block Intersect genau mit unserer Methode arbeiten. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn? Oh, das können wir vielleicht noch richtig referenzieren. Ah, die gibt es noch gar nicht. Ah, okay. Dann fehlt uns hier noch die Referenz auf das Framework. Haben wir das noch hier irgendwo? Achso, das liegt ja eh in unserem Verzeichnis drin. Das nehmen wir doch direkt hier raus. Mono Framework, da sind wir. So, und jetzt können wir das hier auch per Using einbinden. So, also die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir schon mitten im Block stehen? Das heißt, ich nehme hier 10, 20, 30. Der Move-Vektor ist 0. Also mal gleich mal ein Extrembeispiel. Und dann können wir schon mal gucken, was dabei rauskommt. Da haben wir zum Beispiel die Axis, Collision, Axis und den Float Distance. So, das ist gleich schon ein super Extrembeispiel, was sehr wahrscheinlich gleich explodieren wird. Aber dann haben wir diesen Fall auch schon mal getestet. Und es ist natürlich jetzt auch an uns die Frage, wie soll denn die Methode eigentlich reagieren? Und dementsprechend müssen wir natürlich auch die Prüfung aufbauen. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch nachher gucken, dass die Methode arbeitet. So. Wer will, kann hier noch einen Breakpoint reinmachen, um zu gucken, was passiert. Das machen wir auch mal. Und jetzt können wir Debug-Test machen, speziell auf diesen, und gucken, was passiert. Okay. Distance ist 1. Das ist schon mal völlig falsch. Distance müsste eigentlich 0 sein. Und die Collision-Achse ist Z. Ne? Das ist jetzt die Frage. Oder eigentlich sollte... Ja, ist tatsächlich die Frage. Was soll denn eigentlich passieren? Weil in dem Fall ist unser Block schon mitten in dem anderen Block drin. Obwohl, ne, ist er gar nicht. Ich habe gelogen. Eigentlich ist er gar nicht drinnen. Dadurch, dass wir hier so viele Null... Ja, ihr seht, also... Spannend. Spannend. Vielleicht sollte gar keine Kollision ausgeführt werden, dadurch, dass der Block ja sowieso schon... Weiß ich nicht, tatsächlich. Weiß ich nicht. Und ja, ihr seht, Tests stellen auch mal Fragen in den Raum, wo man einfach einen Test macht. Werte kriegt und sich die selber die Frage stellt, was muss denn eigentlich rauskommen? Und in dem konkreten Fall weiß ich es tatsächlich nicht. Weil das ist ja der Fall, also wir sind tatsächlich noch nicht im Block. Wir stehen genau auf dem Block, auf der Ecke und bewegen uns nicht. Also eigentlich ist alles gut. Der Gap ist natürlich noch nicht berücksichtigt in dem Fall. Oh, der Gap. Den Gap haben wir ja noch gar nicht drin. Aber die Kollisionsauflösung passiert ja auch
hier draußen. Das haben wir also noch gar nicht berücksichtigt. Das müssen wir noch machen. Ja, aber so, was soll denn jetzt passieren? Eigentlich sollte Distance null sein, dadurch, dass wir ja außerhalb des Blocks sind. Und die Collision Axis ist natürlich auch entsprechend null. Aber leider ist das anders. Und jetzt können wir uns natürlich mal anschauen, warum das passiert. Gucken wir mal rein. Playerbox. Okay, das macht Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Ja, Mist. Jetzt haben wir natürlich... Okay, da haben wir schon den ersten Fehler. Wir nehmen Move als absoluten Raumvektor. Dabei ist das ja nur ein Bewegungsvektor. Wir müssen also eigentlich Position plus Move nehmen. Wo benutzen wir Move denn? An mehreren Stellen. Das heißt, wir sollten hier vielleicht einen zusätzlichen Vektor machen. New Position. Oder Target Position. Nennen wir es mal so. Ist Position plus Move. Und das ist eigentlich die Basis für das hier. Weil die Box soll ja den Raum aufspannen zwischen der alten und der neuen Position. So, da haben wir schon mal jetzt den ersten Schritt gemacht. Dieses Problem ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Okay, das ist blöd. So. Okay, das ist schon richtiger. Das heißt, unsere Box ist effektiv null. Null groß. Die Bounding Boxes, die hier rauskommen, sollten eigentlich... Genau, das passt. So, und jetzt transformieren wir diese Boxen, die hier rauskommen, mit der Global Position, nämlich 10, 20, 30. Das heißt, die Transform Box müsste perfekt. So, jetzt ist die Frage, haben wir ein Intersect, wenn wir das hier haben? Eigentlich ja nicht. Offensichtlich haben wir laut dieser Intersect-Methode einen Intersect. Okay, das ist grundsätzlich auch richtig, weil wir wollen ja in dem Fall dafür sorgen, dass wir mit dem Gap arbeiten und den Spieler wieder ein bisschen zurücksetzen. Allerdings haben wir null Move, was dem Gap natürlich Schwierigkeiten macht, rauszufinden, in welche Richtung sich der Würfel bewegen muss. Okay, also Move gleich null ist sowieso eine schwierige Angelegenheit. Okay, okay, die Corner, die ermittelt wurde auf Basis von Move, was natürlich schwierig ist, wenn Move gleich null ist auf allen Ecken. Das heißt, hier wurde schon mal die falsche Corner ermittelt. Und naja, die Position... Bla, Move, N unendlich groß. Oh Gott, jetzt wird es noch komplizierter. Das heißt, Min ist 111, weil wir ja den Initialwert von 111 genommen haben. Okay, wir haben eine Kollision. Okay, also hier läuft die ganze Sache aus dem Ruder. Das wollen wir nämlich so nicht. Jetzt ist die Frage, was ist am kleinsten? Und diese Prüfung kann natürlich niemals richtig ausgehen, weil wir... Ja, und deshalb kommt Z raus. Okay, also wir wissen jetzt wenigstens, wo die Werte herkommen. Ist aber nicht das, was wir haben wollen. Mist. Okay, aber für uns draußen bedeutet das, die Distance ist 1. Das heißt, wir können die Bewegung vollständig ausführen. Das Ergebnis würde also trotzdem richtig sein. Die Collision Axis ist natürlich dämlich. Theoretisch könnten wir jetzt noch fragen, ob die Distance den Wert hat, den wir hatten bei der Initialisierung. Das heißt, den brauchen wir gerade nicht, bei der Initialisierung hier oben, das da. Also sollte der weiterhin auf 111 stehen, könnten wir eigentlich sagen, dann haben wir trotzdem keine Kollision. Das können wir mal versuchen. Das wär vielleicht. And min x kleiner 1 oder das wird jetzt hier wieder so kompliziert. Geht das hier eigentlich so? Geht. Nee, geht nicht. Schade, ich wollte eigentlich zwei Vektoren initialisieren. Das ging doch irgendwie so. Ach, blöd. Ach so, dann machen wir es doch so. Min ungleich new Vektor 1. So können wir es machen. So, das würde jetzt wenigstens zum richtigen Ergebnis führen. Und dann hätten wir diesen Fall schon mal abgedeckt. Obwohl das der absurdeste von allen ist. Das ist natürlich jetzt ein dämliches Beispiel. Aber ja,
So funktioniert das mit diesen Tests. Schön. Okay, versuchen wir es nochmal. Was kommt denn jetzt raus? Distance Null, sehr gut. Collision Null, das ist das, was ich erwarte, wenn ich diese Parameter reingebe. Sehr gut, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich werde im Offscreen jetzt ein paar von diesen Tests hier implementieren, um sicherzustellen, dass diese Kollisionssache da genau das tut, was wir wollen. Ich zeige euch dann am besten in der nächsten Folge kurz, was ich gemacht habe. Und dann können wir weitermachen, das Ganze in den Code wieder zu implementieren und zu gucken, ob nachher das Spiel noch funktioniert. Das wäre nämlich ganz toll. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es denn heißt Let's Code Octo... Ah, morgen, weil ich sage morgen. Ich habe mich dazu durchgerissen. Ich habe Schwierigkeiten, 7 Folgen in einer Woche aufzunehmen, weil normalerweise mache ich das an einem Samstag oder mal an einem Abend. Da kann man 5, 6 Folgen locker aufnehmen, aber wenn es 7 werden müssen, dann... Also locker ist mir... Ich schaffe dann meistens irgendwie so 4, 5 mal 6 Folgen, aber die 7. macht mir immer Ärger, weshalb ich gerne das Sendeformat ein bisschen ändern will. Ich würde nur wochentags Folgen machen, nicht nur, um mich ein bisschen zu entlasten, sondern auch die Leute, die ständig irgendwie hinterherhinken mit den Folgen. Also sehr, sehr viele Leute kommen nicht hinterher. 7 Folgen sind dann doch ein bisschen hart. Ich werde nur 5 Folgen die Woche machen, mal gucken, ob das funktioniert. Aber dann kriege ich ja wieder ein bisschen Regelmäßigkeit rein, weil es sind ja schon wieder ein paar ausgefallen und so. Ich mag das nicht, wenn Sachen ausfallen. Deshalb lieber ein bisschen weniger, dafür regelmäßig und zuverlässig, als Dinge ausfallen zu lassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns, ich habe keine Ahnung, ob wir uns morgen sehen oder nicht, in der nächsten Folge wieder. Bis dann.